Was kommt in dieser Woche auf dich zu? Was wirst du erleben? Was bringt dir die Woche? Die Karten möchten es dir mitteilen. Sie fallen einfach so heraus und ich werde alle diese Karten verwenden. Sonnige Grüße schicke ich dir an dieser Stelle. Schön, dass du bei mir gelandet bist, dass du zu mir gefunden hast. Das ist jetzt hier ein Wochenorakel für dich und die Karten sind heute sehr gesprächig und ich werde mir die Karten genau anschauen. Ja, und ich habe hier für dich, für die Woche, die Königin der Münzen, den Magier, Ass der Münzen und zwei der Stäbe. Ja, also das wird eine Woche sein, in der du eine Möglichkeit haben wirst, eine Chance bekommen wirst und ein Wunsch wird wahr werden mit dem Magier oder du kannst wirklich etwas endlich machen, was du schon immer machen wolltest, ja, mit dem Magier. Pläne spielen eine Rolle, beziehungsweise du wirst auch hier den Überblick behalten über deine Angelegenheiten. Du wirst vielleicht aber auch hier Pläne machen für die Zukunft. Ich soll dir sagen, irgendeine ganz bestimmte Angelegenheit braucht einen Plan und jemand wird sehr wichtig für dich werden in dieser Woche. Ja, aber ich werde hier noch Karten dazu nehmen. Ja, diese einzelnen Karten noch ein bisschen genauer mir anschauen. Und hier unten sind ja auch noch Karten, die ich deuten muss. Und ich brauche natürlich auch noch eins oder zwei Orakelkarten. Dann denke ich mal, ist die Legung vollständig. Das sind drei. Ja, das ist wird heute eine umfangreiche Legung, ja, weil die Karten haben dir wirklich für diese Woche, für die Woche, die kommen wird, je nachdem, wann du dir diese Legung anschaust, ja, haben dir wirklich sehr viel mitzuteilen. Und ich habe für dich die Harmonie, ja. Also das wird eine harmonische Woche. Alles wird ausgeglichen sein. Wenn du zum Beispiel auf der einen Seite vielleicht irgendwie so ein bisschen zu wenig haben wirst oder das wird nicht reichen, dann wirst du auf der anderen Seite aber viel, viel mehr bekommen. Das muss zum Beispiel nicht unbedingt in einem Bereich sein, aber du wirst einen Ausgleich haben. Auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich habe das hier so, vielleicht wird es hier Höhen und Tiefen geben. Ich weiß es noch nicht, ich muss hier in die Karten schauen, aber diese Höhen und Tiefen, falls die überhaupt da sein sollten, in irgendeinem Bereich in deinem Leben, dann wird das alles ausgeglichen werden oder es wird harmonisch. Kann sein, dass zum Beispiel in dem einen Bereich das so ein bisschen turbulenter sein wird, aber in dem anderen Bereich wird es total harmonisch sein, ja? Denn ich habe hier nun mal die Harmonie für dich. Dann habe ich hier die Reflexion. Also vielleicht wirst du hier so ein bisschen nachdenklich sein in dieser Woche oder in der kommenden Woche. Du wirst überlegen, nachdenken, irgendetwas dir ins Gedächtnis rufen, irgendetwas vielleicht überdenken, an jemanden oder etwas denken, etwas reflektieren. Kann sein, dass bei einigen das sogar so sein wird, dass du dich selbst reflektieren wirst, dein Verhalten oder so. Ja, kann sein. Es kann aber auch hier so sein, ja, das ist eine allgemeine Legung, deswegen sage ich hier kann sein, ja, weil das für jeden etwas anderes sein wird im Endeffekt, ja, aber es geht in diese Richtung, dass du hier zum Beispiel irgendjemanden mit etwas konfrontieren wirst, ja, mit seinem Verhalten oder was jemand gesagt hat, ja, das wird vielleicht so eine Konfrontation sein. Den Spiegel vorhalten, könnte auch so in diese Richtung gehen. Und dann habe ich hier, ja, die Erweckung, das Erwachen. Also du wirst etwas sehen, etwas erkennen, was du bis jetzt noch nicht gesehen hast, nicht erkannt hast. Du wirst vielleicht bewusster durchs Leben gehen, vielleicht auch ja, so ein bisschen mehr Ahnung haben von irgendetwas, ja, einfach
Ohne das Wissen vertiefen zu müssen, wirst du mehr wissen. Ja, sowas bekomme ich für einige hier auch. Also den Durchblick erhalten, etwas mehr sehen, etwas mehr erkennen oder vielleicht etwas durchschauen. Das habe ich hier auch, ja. Es kann hier so sein, dass du jemanden oder etwas durchschauen wirst. Die Königin der Münzen zusammen mit dem Turm. Okay, also, es wird hier in Bezug auf diesen Menschen in dieser Woche etwas turbulent werden. Da wird es irgendwie einen Durchbruch geben, da wird es vielleicht auch, ja, das ist hier auch so ein bisschen so endlich etwas erkennen, ja, man ist nicht mehr, man kann nicht mehr getäuscht werden, sondern die nackte Wahrheit kommt ans Licht. Ja, sowas bekomme ich hier, weil hier wird jemand aus dem Turm, aus der Abgeschiedenheit, Abgeschottenheit einfach herausgezogen und die blanke Wahrheit, ja, wird sichtbar werden. So wie es tatsächlich ist, so wird es auch hier dann gesehen werden. Und das hat irgendetwas mit der Königin der Münzen zu tun. Das kann eine Frau sein, ja, natürlich, die Königin der Münzen, aber das kann hier auch ein Mann sein, ja. Es ist hier ein Erdelement, was ich so hier habe. Oder vielleicht so ein mütterlicher Typ, väterlicher Typ, das kann hier auch so in diese Richtung gehen. Und da wird es einen Umbruch, Durchbruch geben. Kann hier etwas negativ sein, kann hier aber auch positiv sein. Aber im Endeffekt wird mir hier durch diese Erde, durch die Münze hier, hier ist die Münze, gezeigt, dass der Boden unter den Füßen auf keinen Fall weggerissen wird. Ja, da wird eher, ich bekomme das hier so rein, dass das zum Beispiel so wie eine Mauer, ja, fallen wird und man kann endlich durchgehen. Oder man sieht, was hinter dieser Mauer war. Endlich, ja, so Durchblick haben. Geistesblitz, vielleicht bei einigen wird es so ein Geistesblitz sein, so erkennen, ja. Dann habe ich hier für dich den Magier zusammen mit der Mäßigkeit. Und ein Wunsch von dir wird alles in die Harmonie bringen, weil ich habe hier die Harmonie und hier habe ich auch die Harmonie mit der Mäßigkeit, ja. Hier habe ich so einen Geistesblitzdurchblick, hier habe ich das Erwachen. Und also, du kannst dir zum Beispiel, ich sag mal so, du kannst dir in der Woche etwas wünschen und in dieser Woche wird es auch wahr werden. Das gilt für einige Menschen hier, vielleicht sogar für dich. Oder es ist so, dass du dir was gewünscht hast und in dieser Woche wird es dir geliefert werden, ja? Die Lieferung kommt endlich an sozusagen und dein Wunsch wird wahr, die Erfüllung deines Traums vielleicht sogar und was ich hier noch habe, das wird alles sehr harmonisch verlaufen, sehr ausgleichend verlaufen. Du wirst damit auf jeden Fall zufrieden sein, ja. Also die Zufriedenheit liegt hier. Und auch so ein bisschen gute Aussichten für die Zukunft, ja, mit der Mäßigkeit, dass das auch so weitergehen kann. Mit dem, was man hier bekommen hat, das wird dir auch nützlich sein oder dienen oder gut für dich sein. Bei einigen habe ich aber auch hier irgendwie, weil die Mäßigkeit hier ist angezogen, als wäre es Karneval, ja. Und das kann sein, dass dein Wunsch irgendetwas mit Freude, Spaß, Spiel, vielleicht sogar ein bisschen Liebe zu tun gehabt hat und das wird sich erfüllen hier, ja. Das wirst du in der Woche erleben. Etwas Angenehmes, Schönes, Harmonisches, etwas Spaßiges, etwas, was dich erheitern wird, was alles vielleicht auch so ein bisschen harmonisch machen wird, ja. Sowas habe ich hier für dich, für die Woche. Dann habe ich hier das Ass der Münzen und den Pagen der Münzen. Okay, also das ist jetzt hier etwas, eine Möglichkeit, eine Chance, die zu dir auf jeden Fall finden wird, die du erhalten wirst, entweder durch eine Person oder, weil ich habe hier den Pagen, also das kann zum Beispiel dir so unter zu den Füßen gelegt werden, diese Möglichkeit, diese Chance.
Oder du wirst es einfach nicht übersehen können, weil das wird direkt vor dir sein, ja? Du kannst das nicht verfehlen. Und das ist hier, beides ist hier eine Münze, weil ich habe hier das Ass und den Pagen der Münzen. Und beides ist eine Art Chance, Möglichkeit, Einladung, etwas zu machen, etwas mehr draus zu machen, etwas zu beginnen oder etwas weiter zu entwickeln, weil das kann hier schon da gewesen sein. Und dann kommt die Entwicklung ins Spiel mit dem Ass, der Beginn in einer schon bestehenden Sache oder neu beginnen, etwas neu erschaffen, neu machen. Ich habe für dich wie ein Geschenk, wie ja, wie so ein Goldregen bekomme ich hier, ja. Ich habe so ein Bild im Kopf, wie so ein Goldregen, der auf dich niederprasselt, weil das ist hier eine Mega-Chance. Das ist hier eine Mega-Möglichkeit. Das wird zu dir finden. Das wirst du serviert bekommen, ja. Diese große, riesengroße Chance hier. Und das kann zum Beispiel etwas mit dem Beruf zu tun haben, oder vielleicht finanziell, das ist hier aber auch eine Chance, innerlich glücklich zu werden, glücklich zu sein über einen sehr langen Zeitraum, ja, über diese Woche hinaus. Und das ist, als würde dir jemand etwas anbieten, was auch gut für dich ist, was Hand und Fuß hat, was auch dir Sicherheit zum Beispiel geben wird oder mehr Sicherheit, noch mehr Sicherheit geben wird, ja. Und das ist hier also ein Mega-Angebot für dich. Oder du wirst so ein Schnäppchen machen. Vielleicht wird hier etwas so günstig angeboten werden, dass du einfach das kaufen wirst oder das annehmen wirst, weil das so, das ist eine einmalige Chance. Sowas bekomme ich hier rein, ja? Das kommt vielleicht nur einmal im Leben oder so. Und deswegen kann man das nicht ablehnen. Und du wirst auch merken, okay, das ist bombensicher. Ja, da kann man nichts falsch machen. Absolut nichts falsch machen. Wenn man das annimmt, wenn man sich dieser Chance annimmt. Ja, da kann man nur gewinnen im Endeffekt. Ja, sowas habe ich hier für dich. Und das kann natürlich auch jemand sein, der dir diese Chance geben wird. Die 2 der Stäbe und die 9 der Stäbe. Ja, in einer verzwickten Angelegenheit oder in einer Angelegenheit, wo du vielleicht so ein bisschen Angst hast oder Bedenken oder vielleicht wird sich hier irgendetwas wiederholen und du wirst aber Angst davor haben oder du wirst übervorsichtig sein, sehr, sehr vorsichtig sein, ja. Und was dir bei dieser ganzen Angelegenheit helfen kann, ist ein Plan, sagen mir hier die Karten. Du kannst dich ein bisschen zurücknehmen, du kannst diesen Plan dir irgendwie ausdenken oder sowas, ja? Dir überlegen, was du hier tun kannst oder tun sollst oder ob überhaupt und die Art und Weise wie. Aber ein Plan wird dir hier helfen. Ja, weil ich habe hier jemanden, der sehr, sehr vorsichtig sein muss, vielleicht sogar. Und ein Plan hilft dir hier weiter. Oder der Plan, der schon da ist, der ist gut, soll ich sagen. Ja, sowas habe ich hier für dich, für die Woche. Und dann habe ich hier noch unten diese ganzen Karten und die werde ich jetzt aber alle einzeln deuten. Eine Veränderung habe ich hier für dich. Etwas wird sich verändern, ja, etwas geht in die Veränderung. Diese Woche, da wirst du eine Veränderung erleben und ich habe das hier so, dass das einfach so sein soll, weil ich habe hier den Tod und das ist hier nicht negativ. Ich habe das hier nicht so, weil diese Karte zeigt nicht, dass eine Veränderung, die negativ sein wird, sondern das ist eine Veränderung, die Lösung oder Erlösung bieten wird. Kann sein, dass hier etwas wirklich komplett verändert wird von Grund auf, also wie eine Transformation. Und das ist immer aus dem Negativen ins Positive hier, ja, weil ich deute
diese Karte ganz alleine. Und das muss so sein, weil vielleicht hat sich schon Ewigkeiten nichts getan. Und diese Veränderung muss jetzt einfach kommen und die kommt, soll ich dir sagen. Ich habe dich hier fleißig, sehr fleißig in dieser Woche. Du wirst dich auf etwas fokussieren, etwas ganz genau machen, jemanden oder etwas deine volle Aufmerksamkeit schenken und es kommt was Gutes bei raus. Da kannst du keine Verluste erleiden, da wirst du reichlich entlohnt oder belohnt werden. Ja, vielleicht wirst du auch viel zu tun haben, aber wenn du viel zu tun haben solltest, dann wirst du aber auch sehr viel rausbekommen, ja, aus dem, was du da gemacht hast. Deswegen reichlich auch belohnt oder entlohnt werden. Aber ich werde hier doch noch eine Karte dazu nehmen auf die Veränderung, ja. Ja, aus dem Stillstand rauskommen. Genau. Ja, ich habe hier den Gehängten. Und das ist aus dem Stillstand. Wie ich gesagt habe, vielleicht hat sich da schon seit längerer Zeit nichts getan. Das war so eine Stille. Und aus dieser Stille muss es herauskommen. Und das kann hier jeder Bereich deines Lebens sein oder jede Angelegenheit. Da wird es eine Veränderung geben, weil das auch so sein muss, weil da endlich Bewegung in diese ganze Sache reinkommen soll. Ja. Ganz einfach erklärt. Und aber was noch? Was wirst du noch in dieser Woche so erfahren, erleben? Was kommt auf dich zu? Die vier der Kelche. Dir wird etwas gegeben werden. Jemand möchte an dich herankommen. Jemand möchte vielleicht sich sogar entschuldigen oder dir einen Vorschlag machen. Ich habe das hier im Liebesbereich mit den Gefühlen einfach. Muss nicht romantisch sein, kann auch zum Beispiel freundschaftlich oder familiär sein, aber irgendwie spielen die Gefühle eine Rolle. Und da wird jemand kommen und möchte zum Beispiel sich entschuldigen oder wieder gut machen oder einfach wieder irgendwie an, ja, mit dir so anknüpfen, ja, an dich herankommen in irgendeiner Art und Weise. Und ich habe das hier so, dass du da nicht möchtest, ja, du möchtest das nicht. Und die Karte sagt, du musst das nicht unbedingt annehmen, ja. Das, was dieser Mensch dir da irgendwie präsentiert, musst du nicht. Du kannst auch hier mit verschränkten Armen dastehen und das einfach an dir vorbeiziehen lassen, ja. Aber das solltest du jetzt hier einfach nur mal so wissen. Weil ich habe hier jemanden, der so ein bisschen sauer ist. Dann habe ich hier den König der Schwerter. Also es ist ein Mensch. Es wird kommuniziert werden. Es entsteht Kommunikation. Und das muss nicht unbedingt sein, dass es mit dem König der Schwerter sein wird, kann aber. Ich habe das hier so allgemein, dass du in dieser Woche mit jemanden sehr intensiv Kontakt haben wirst in irgendeiner Form. Das kann jeder sein. Ich habe hier das Element Luft, aber es zeigt mir hier eher so Kommunikation an als ein Sternzeichen, ja? Und das kann zum Beispiel auch jemand sein vom Amt. Irgendwelche Papiere, Unterlagen, kann aber auch jemand sein, der dir nahe steht. Ja, das kann hier jedermann sein, aber du wirst auf jeden Fall mit einem Menschen zumindest sehr intensiv in Kontakt kommen. Ja, sowas habe ich hier auch. Und das kann natürlich auch unter Umständen ein Luftelement sein. Das Rad des Schicksals, okay. Da muss ich noch eine Karte dazu nehmen, ja, weil diese Karte kann ich nicht einfach so deuten. Etwas Schicksalhaftes, deine Bestimmung, etwas Bestimmtes, für dich Bestimmtes. Aber was? Das Rad des Schicksals wird sich für dich drehen. Oh, sehr gut. In die Entwicklung, in den Aufbau oder Wiederaufbau. Du wirst, weil das soll so sein. Du wirst in die Gänge kommen. Eine ganz bestimmte Angelegenheit. Das kann beruflich sein, kann finanziell sein, kann irgendetwas vielleicht mit einer Wohnung etwas zu tun haben oder mit Bauen im Allgemeinen vielleicht. Oder du baust dir etwas auf, hast angefangen, da schon was dir aufzubauen in irgendeiner Hinsicht. Und das ging nicht weiter. Jetzt geht es weiter, soll ich dir sagen. Oder du wirst neu anfangen. Ja, ich habe das hier auch mit dieser Veränderung aus dem Stillstand. Das kann hier sich nochmal wiederholen. Ja,
Und da wirst du auch vielleicht sogar einen guten Vertrag unterschreiben oder ein gutes Geschäft machen. Sowas habe ich hier auch für dich. Und das soll so sein, das ist für dich bestimmt. Ja, dass du dieses gute Geschäft hier abschließen kannst. Und das Rad des Schicksals dreht sich einfach für dich und es dreht sich auch weiter. Ja, da aus dem Stillstand in die Bewegung oder es dreht sich einfach weiter. Du kannst weitermachen und irgendwie lohnt es sich oder es geht sehr schnell voran. Aber mit Gründlichkeit. Ja, man macht keine Fehler, es sind keine Fehler vorhanden, sondern das ist alles so in Ordnung. Ja, und das ist etwas, was so sein soll für dich. Ich habe hier keinen Platz mehr. Oh, der Wagen. Eine Reise, ein Ausflug, irgendwo hinfahren, irgendwo hinfliegen, irgendwo hingehen. Ja, es geht für dich irgendwo hin. Du wirst vielleicht nicht die ganze Woche zu Hause bleiben, sondern du wirst auch rausgehen. Ja, zum Beispiel. Das kann aber auch sein, dass du eine Reise machen wirst. Das kann auch sein, dass du irgendwo hinfahren wirst, um etwas zu erledigen oder vielleicht einzukaufen oder jemanden zu besuchen. Aber du bist mobil in dieser Woche. Du bewegst dich in dieser Woche. Ja, ich weiß, wenn du zum Beispiel nicht kannst, ja, dann ist die Karte einfach nicht für dich. Sie kommt jetzt auch ziemlich zum Schluss. Also das muss nicht für jeden gedacht sein. Das ist sowieso eine allgemeine Legung, ja. Und vielleicht gehst du damit nicht in Resonanz. Aber ich habe dich hier unterwegs. Ich habe dich hier irgendwie Besorgungen machen, jemanden besuchen, habe ich schon gesagt, ja. Also du, kein Stillstand, sondern Bewegung. Vielleicht aber auch, wie gesagt, eine Reise. Und du brichst auf. Du wirst nicht untätig sein, wenn du dich nirgendwo hin bewegst. Wirst du aber, wenn du zum Beispiel, ich sag mal, zu Hause bist, wirst du aber auch nicht die ganze Zeit nur rumliegen, sondern du wirst auch was machen, habe ich hier, ja. Du wirst irgendwie beschäftigt sein, habe ich hier so. Und dann die vier der Schwerter. Okay, Erholung. Du wirst dich aber auch erholen in dieser Woche, weil es ist schon viel los. Also ich habe so viele Karten. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viele Karten deuten musste in einer Legung. Ja, es wird schon viel, viel los sein bei dir, aber du wirst auch noch Zeit haben, um dich zu erholen, um dich zu entspannen, um für dich da zu sein, vielleicht auch ein bisschen alleine zu sein, meditieren, überlegen, vielleicht nicht so viel reden, auch sich mal ein bisschen abkapseln von allem, was da draußen ist. Dafür wird auch Zeit da sein. Und die Karte sagt dir auch, dass du das ruhig auch mal machen kannst, ja? Mal dich zurückziehen und für dich alleine sein. Einfach vielleicht nur 15 Minuten oder nur eine Stunde. Aber du brauchst Zeit für dich, ja? Vielleicht eine Maske oder vielleicht eine heiße Dusche oder sowas. Oder einen Spaziergang. Aber du brauchst auch ein bisschen Zeit für dich, sagt die Karte. Nimm sie dir. Ich bin am Ende dieser Legung. Das ist deine Woche gewesen. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du dir das vielleicht auch vorstellen kannst oder auch nicht, ob du in Resonanz gegangen bist oder nicht mit dieser Legung. Und du kannst auch meinen Kanal abonnieren, liken, vielleicht Kanalmitglied werden, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.